Es ist Krieg. Ich bin Frontberichterstatter an einer Schlacht, die zu einem Krieg gehört, den die meisten von Ihnen noch gar nicht erkannt haben, der aber auch gegen Sie geführt wird. Oder stellen Sie sich vor, es ist Krieg und keiner merkt es. Obwohl die meisten noch auf den Ausbruch des Dritten Weltkrieges warten, bin ich der Meinung, dass er bereits angefangen hat. Natürlich kann alles noch schlimmer werden, sollte man es tatsächlich noch schaffen, den russischen Bären zum Steppen zu bringen. Aber das braucht es gar nicht. Denn so wie es jetzt ist, reicht es, um vom Dritten Weltkrieg sprechen zu können. Und der fing spätestens mit der Finanzkrise im Jahr 2008 an oder gar schon am 11. September 2001. Dieser Krieg fing so klammheimlich und schleichend an, dass man es gar nicht mitkriegte. Und noch länger brauchte man, um zu erkennen, wer in diesem Krieg der tatsächliche Angreifer ist und wer das tatsächliche Opfer. Nun, das Volk hatte schon immer das Opfer bringen müssen, so war es in jedem Krieg. Aber damals wurden Opfer gebracht, um die eigenen Ansichten dem anderen aufzuzwingen. Was nun neu ist, diesmal geht es nicht mehr um unterschiedliche Ansichten. Diese unterschiedlichen Ansichten werden natürlich immer noch geschickt gegeneinander ausgespielt, und zwar so lange, bis das Fass mal wieder überläuft. Aber es geht nicht um Ansichten. Es geht einfach nur darum, die Opferzahl so hoch wie möglich zu schrauben. Egal wie. Krieg, Bürgerkrieg, Seuchen, Epidemien, Umweltkatastrophen, Hungersnot etc. pp. Hauptsache viele Tote, denn diesmal geht es um Entvölkerung. Und die Leute, die diese Entvölkerung orchestrieren, sind der wahre Feind. Es geht auch längst nicht mehr um Bodenschätze wie Öl. Denn dass Motoren nur mit Öl laufen, ist ein Irrglaube. Wie so einiges mehr. Wenn wir diesen Krieg nicht erkennen, liegt es daran, weil wir die Waffen nicht wahrnehmen. Damals erkannte man die Absicht seines Gegenübers an der schwingenden Keule in seiner Hand. Daraus wurde eine Lanze, die auf einen gerichtet wurde. Die Lanze wurde von einem Pfeil und der wiederum von einem Kanonenlauf abgelöst. Aber immer konnte man rasch erkennen, dass eine Waffe auf einen gerichtet worden ist. Die Gefahr war erkannt und das bedeutete immer eine Reaktion von uns. Man weicht aus oder man greift an. Aber heute schlummern wir gemütlich durch den Taumel unserer Alltagssorgen, konsumierter Wollust und chronischer Selbstgefälligkeit. Wir wissen, dass wir die Guten sind. Das erkennt man am Wahlrecht, an emanzipierten Frauen, an kastrierten Männern, an toller Wohnung mit Einbauküche und dem Wissen, dass die da hinten immer noch wie im Mittelalter leben. Aber wir wissen Bescheid, wir wissen, wie es geht. Wir sind die Guten. Und wir meinen immer noch, dass die Atombombe die schlimmste Waffe ist, die der Mensch erfunden hat. Sie stellt für uns immer noch den Gipfel des Schreckens dar und wir tun so, als hätte sie seitdem nichts mehr entwickelt. Nun, tatsächlich hat sich alles entwickelt. Der Krieg hat sein Aussehen komplett verändert. Die Waffen wurden immer subtiler. Und alles wurde dabei zur Waffe. Unser Wetter, unsere Religion, unsere Nahrung, unsere Bildung, unsere Wissenschaft, unsere Medizin, unsere Medien, unsere Unterhaltungs- und Kommunikationstechnologie, unsere Beziehungen, unser Sex und in letzter Konsequenz unsere Sprache und das Wort. Nirgends gönnt man uns Klarheit und Frieden. Ständig werden wir angegriffen, zumindest kirre und scharf gemacht, wie ein Pitbull an der Kette. Der Terror dominiert unser Leben. Und damit meine ich nicht nur verwirrte Fanatiker, sondern auch den Konsumterror, den immer gut aussehen Terror, den immer gute Laune haben müssen Terror, niemals blöd auffallen Terror und so weiter. Was sich aber in all den Jahren nicht veränderte, ist die Absicht unserer Herrscher. Und die können uns nur beherrschen, wenn sie uns unterwerfen. Und dafür brauchen sie die Peitsche. Oder heute eine subtile Mischung aus Medien, Nanotechnologie und EMF-Bestrahlung. Damit der Hamster ja nicht seine Mühle verlässt und anfängt, für sich selbst zu denken. Willkommen an der Front. Wem dieser Text gefallen hat, das ist nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern, Moment, ich muss gerade holen. Es ist auf dem Mist gewachsen von Tim Dabringhaus. Vielen, vielen Dank dafür, lieber Tim. Ich habe von ihm auch neue Datenschutzverordnung und so weiter die Erlaubnis bekommen, eben aus seinem Buch etwas vorzulesen. Das ist das Kapitel Es ist Krieg aus dem Buch Das Erwachen beginnt. Wer tatsächlich noch keine Idee hat, was man Sinnvolles verschenken kann, mal wieder ein gutes Buch schenken ist eine super Idee. Da ist man auch stromunabhängig für den Fall der Fälle. Ja, also ein gutes Buch macht immer Sinn. Worum es mir geht, dass die Menschen endlich anfangen, selbst zu denken. Und zwar sich ihre Informationen auch selbst beschaffen. Ja, das heißt, sich nicht nur alles erzählen lassen und so ist es, Fernseher an, schau die Gelbwesten, yeah, endlich mal Menschen, die auf die Straße gehen, die aufstehen, die die Schnauze voll haben, die gegen die Regierung losgehen. Und im Endeffekt checken die wenigsten, dass dieses ganze Ding ein komplett inszenierter Bürgerkrieg ist. Es geht um nichts anderes, ja. Diese ganze Sache ist so hochgeschaukelt und so provoziert worden, dass man die Menschen
wild gemacht hat, wie ein Pitbull an der Kette, wie Tim gesagt hat. Ja? Also man wird scharf gemacht, die Menschen gehen auf die Straße, sie denken, sie protestieren gegen den Staat, dabei tun sie nichts anderes, als sich mit der Polizei, ja, mit dem Staatsschutz praktisch, zu duellieren. Ja? Es geht um nichts anderes als um Bürgerkrieg, was inszeniert werden soll. Und das ist am besten Weg dahin, weil, was passiert dann? Das haben wir jetzt auch im Kapitel gehört, die sogenannte Entvölkerung kann da super stattfinden. Das machen die Menschen dann unter sich, mit sich alleine aus und da ist der Rest schön raus. Dich kotzt der Konsum an, dann hör auf, jeden Tag in den Supermarkt zu rennen. Dich kotzt an, was sie dir im Fernsehen präsentieren, was komplette Lügerei von A bis Z ist, dann schmeiß den Fernseher aus dem Fenster. Es gibt Möglichkeiten, sich einfach von diesem System zu distanzieren. Man macht sich einfach in dieser Gesellschaft immer gläserner und immer abhängiger und die meisten von uns haben es komplett verlernt, irgendwie mit sich selbst zu leben, mit der Natur zu leben, sich ihr Essen selbst zu beschaffen oder ihr Essen selbst zuzubereiten, ohne dafür in den Supermarkt rennen zu müssen. Ja, es wächst ja alles da draußen. Ich meine, das, was da draußen wächst, jetzt auch nicht unbedingt das ist, was man uns gönnt, aufgrund von diversen Vergiftungen, die sowohl von oben als auch unten betrieben werden, die auf unsere Nahrung kommen, die in unseren Organismus dringen, ja, indem man dann noch zusätzlich mit Impfungen schwächt. Also es ist ein riesengroßes, komplexes System und ich möchte euch einfach nur zum Selberdenken animieren. Danke für die Aufmerksamkeit. Sollten wir uns heuer nicht mehr hören, wünsche ich euch von Herzen wirklich besinnliche Feiertage mit eurer Familie und wünsche euch einen guten Start in das neue Jahr, das, wie ich glaube, sehr spannend und sehr impulsiv für uns alle werden wird. Passt auf euch auf. Ciao.